Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel oder Projekt, besser gesagt, auf diesem Kanal. Es handelt sich um Blut-TD6, wie ihr schon sehen könnt. Und ich finde diese Intro-Musik schon mal sehr, sehr geil. Also die ist sehr catchy. Ich bin hier die ganze Zeit schon am Rumwobbeln. Die ist auf jeden Fall cool. Ich habe noch nie in meinem gesamten Leben Bloons gespielt. Tower Defense natürlich schon. Also es ist ein Tower Defense, dafür steht das TD. Und es ist schon die 6. Variante. Das gibt es anscheinend schon seit 8 Milliarden Jahren. Und ja, wie gesagt, noch nie gespielt. Bin gespannt, wie ich da zurechtkomme. Es soll sogar Level und sowas geben und man kann es Koop spielen. Und ich habe einige Freunde, die haben gesagt, hol dir das doch endlich. Ich will das endlich mal mit dir Koop spielen. Und überall werde ich gesagt bekommen tun, dass es ein ganz tolles Spiel ist. Und ich habe es mir jetzt gekauft, weil es im Angebot war. Für 79 Cent statt 8 Euro oder sowas. Oh nein, die Blutes haben die Stadt übernommen. Hol sie dir zurück. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal im Tutorial drin. Halte die Blutes davon ab, durchzukommen. Ja, das ist ja ein bekanntes Tower Defense Spielprinzip. Heißt also, wer Tower Defense gar nicht kennt, es werden hier gleich bei dieser... Sieht man meine Maus? Nee, scheiße, Moment. Da haben wir meine Maus. Hier werden gleich von diesen grünen Pfeilen wahrscheinlich Gegner kommen. In diesem Fall Ballönge. Ist gerade Oster-Event oder warum sind hier Ostereier? Egal. Die werden hier gleich kommen und wir müssen jetzt irgendwelche Tower eigentlich, also irgendwelche Türme aufstellen. Aber in diesem Fall sind es wohl Affen. Und die werden dann die Ballons abschießen. Und unser Ziel ist es, dass die Ballons nicht hier hinten hinkommen, weil sonst verlieren wir Leben. Ah ja, hier oben sehen wir auch unsere Leben. Wir haben 150 Leben und 450 Geld. Jeder Tower kostet Geld. Dieser ganz normale Affe hier, die anderen haben wir alle noch nicht, der kostet erstmal 200 Geld. Erziehe einen weiteren Wurfpfeilaffen und dann auf Spielen klicken. Okay, noch einer. Und ich als Profi weiß natürlich, der wäre bestimmt daneben ganz gut. Ah, genau, man sieht auch um den Affen rum so einen Wirkradius. Wir beginnen einfach mal und gucken, was passiert. Oh mein Gott, da kommen rote Ballons an. Was war jetzt die Story? Die Ballons greifen an und wir sollen sie wiederholen? Irgendwie so? Geil. Kann man vorspulen? Man kann vorspulen. Okay, das ist sehr gut. Kann man noch mehr vorspulen? Nee, es gibt nur eine Vorspulgeschwindigkeit. Das war einfach, nicht wahr? Auf Spielen klicken, um die nächste Runde zu starten. Okay, soll ich nicht erstmal noch einen hin platzieren? Kann man die nicht auch irgendwie verbessern oder so? Oh, ich habe gar keine Ahnung. Ja, die sterben ja mit einem Hit. Ich kann das aus anderen Tower Defense Spielen, so Warcraft 3 und sowas, dass die Gegner später noch so extra Special-Fähigkeiten haben und einige dann halt so richtig stark sind oder über das Spielfeld rüberfliegen und dann braucht man so extra Anti-Air-Sachen und ab und zu explodieren die auch, dass da dann noch mehr Dinger drin sind. Keine Ahnung, ob das bei Bloons auch so ist, aber ich vermute schon. Das Pflanzendanzen von Bloons bringt einem auf jeden Fall Affenerfahrung. Die gute Affenerfahrung. Deine Wurfpfeilaffen haben genug, um ein Upgrade freizuspielen. Okay. Ist das dieser grüne Pfeil hier, ja? Okay, Upgrades? Ach du Scheiße, es gibt verschiedene Upgrade-Bäume. Jede Affenart hat 5 Upgrades in 3 Zweigen. Schalte jetzt eine davon frei. Oh Gott, okay, also scharfe Schütze. Steht auch bei, was die machen. Schnelle Schüsse oder Langstreckenwurfpfeile. Das macht wahrscheinlich mehr Damage, das erste. Das zweite, dass der schneller schießt. Und das dritte, dass die Reichweite erhöht wird. Und was heißt diese 100 XP? Weiß man nicht. Wirft ein Pfeil auf Blutes in der Nähe. Kurze Reichweite und niedrige Durchschlagskraft. Na, dann wollen wir die Durchschlagskraft doch einfach mal erhöhen. Ah ja. Kann mit jedem Schuss einen zusätzlichen Blumen platzen lassen. Alles klar. Nimm ich. Nimm ich. Achso, das kostet 100 XP. Und im Spiel nochmal 140? Oder ist dann jeder weitere Affenschütze, Wurfpfeilaffenschütze, sind die dann alle verbessert und deswegen kosten die dann 100? Nee, keine Ahnung. Großartig. Du kannst mit diesem Upgrade jetzt deine bestehenden Affen verbessern. Ah ja. Ach, das sind allgemeine Upgrades. Ah, das sind 2 Währungen. Es gibt Erfahrungspunkte, mit denen man Upgrades sich kaufen kann. Und jetzt muss ich die Affen noch manuell verbessern. Ah, das meinte er mit, es kostet in-game 140. Und für das nächste Upgrade müsste ich dann hier wieder in Upgrades reingehen und das nächste holen. Aber das würde 500 XP kosten und ich habe gerade 0 XP. Ah, okay, so langsam verstehe ich das Spiel. Dann upgraden wir den hier natürlich auch noch. Geil. Und weiter geht's. Los, vernichtet diese ganzen Ballons! Pow, pow. Da sind blaue dabei. Oh Gott, erstmal hier. Oh, okay, die waren trotzdem instant wieder weg. Ich glaube, weil wir unsere Affen jetzt schon geupgradet haben, ne? Deswegen haben die, glaube ich, die blauen auch schon kaputt gemacht. Ey, brauchst du Hilfe? Das ist ja mega witzig. Quincy ist ein Affenheld, der sich im Spiel selbst verbessert. Er kann mit jedem Schuss mehrere Bloons platzen lassen. Krass, Quincy. Ist das der Typ von Avengers? Ich will den auf jeden Fall haben. Da sieht es aus, als wenn der, genau, eine große Reichweite hat. Was für ein geiles Design der auch einfach hat.
Ey, dann packe ich den einfach mal hier hin, dann trifft er ja auch irgendwie alles, ne? Ja, ja. Are Quincy. You kidding me? Nothing gets past my bow. Die haben Voice Lines? Oh mein Gott, ich dachte, das ist so ein fucking Handyspiel, das gar nichts kann. Und das ist einfach ein Spiel, das doch was kann, das ist ja richtig heftig. Aber wie kriegt man XP, ist die andere Frage. Egal, wir können hier jetzt aber die schnellen Schüsse freischalten. Mega gut, upgrade ich natürlich auch alles. Kann der auch schon irgendwas? Wir können ihn auf Stufe 2 bringen, alles klar. Habe jetzt nicht gelesen, was das genau macht. Er prallt von 4 Gegnern ab. Wahrscheinlich war das davor weniger, ne? Erster, letzter? Aber man kann sogar durch die Affen durchgehen, damit man die hier schneller upgraden kann. Also wenn ich jetzt aus denen hier bin und dann auf rechts gehe, dann... Doch nicht? Erster? Erster? Okay, da keine Ahnung. Ich dachte, der geht jetzt durch die Affen durch. Aber scheinbar nicht. Ja, vernichtet sie! Los, Mr. Quincy! Okay, kann der denn jetzt irgendwas? Ach, guck, der trifft tatsächlich mehrere auf einmal. Der trifft immer 4 gleichzeitig. Oh, das ist ja mega cool. Und ich bin Stufe 2. Yay. Primäraffen. Wähle einen Affen zum Freischalten. Oh. Bombenwürfer. Wirft eine starke Bombe auf die Bloons. Niedrige Feuerrate trifft aber innerhalb eines Radius. Also so AOE-Schaden. Finde ich nicht so geil. Was kann der Eisaffe? Das weiß ich auch noch aus Warcraft 3. Da waren diese Eisdinger immer sehr, sehr wichtig, weil die halt Leute eingefroren haben. Und wenn es dann so Gegner waren, die halt mega schnell waren, dann konnten einfach die ganzen anderen Leute auf die raufballern. Und dann ging das alles cool. Deswegen hole ich mir höchstwahrscheinlich den Eisaffen. Es sei denn, der Klebstoffaffe kann auch sowas. Er schießt einen Tropfen klebrigen Klebstoff, der Bloons um 50% verlangsamt. Okay, wo ist da der Unterschied? Es Bloons in der Nähe platzen und friert sich für eine kurze Zeit ein. Eisbloons sind gegen Schaden durch scharfe Gegenstände immun? Können meine Affen angegriffen werden? Kann weiße Zebra oder Bleibloons nicht einfrieren? Ich glaube, dann nehme ich den Klebstoffschützen. Was haben wir sonst? Reißnagelwerfer. Schießt auf kurze Reichweite eine Salve scharfer Reißnägel in 8 Richtungen. Okay, so auch AOE. Aber der schießt halt in alle Richtungen und der Bombenwerfer wahrscheinlich an einen Fleck. Dann haben wir noch einen Boomerang-Affen. Der wirft einfach einen Boomerang. Haben wir noch mehr? Nö. Dann nehme ich den Klebstoffschützen. Geil. Und der kommt natürlich schön weit nach vorne, damit er da schon alle verlangsamt. Vielleicht so, dass er noch auf beiden Seiten irgendwie... Ach, scheiß drauf, wir packen ihn dahin. Auf geht's! Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Aha, verlangsamt. Oh, aber verlangsamt immer nur ein. Das ist ja lame. Das müssen wir dringend upgraden, dass er mehr trifft. Sterb der Ballons. Ach, die armen Ballons. Was haben sie einen denn getan? Ich verstehe das nicht. Oh, Grüne! Okay, ich glaube, die Roten haben nur ein Leben, die Blauen haben da schon 2 Leben und die Grünen haben tatsächlich 3 Leben. So wie ich das gerade sehe. Ja, aber brauche ich mehr? Ich weiß das gerade nicht. Können wir irgendwelche Upgrades holen? Der Klebstoff saugt sich durch alle Bloonschichten. Ach, das sind verschiedene Schichten. Wird der blaue Bloon zu einem roten Bloon, oder was? Egal, ich möchte lieber 2 Leute beschichten. Aber wir haben nicht genug XP dafür. Oh, damn. Ja, dann kann ich ja nichts machen, ne? Dann einfach weiter. Ja, die Grünen werden erst zu Blauen und dann... Okay, jetzt verstehe ich das. Also das mit dem Leben stimmt schon, aber die teilen sich dann nochmal auf. Ich dachte, wenn ich die Blauen töte, dann sind die auch einfach weg und werden nicht zu Roten. Aber ist anders. Aktivierte Fähigkeiten. Du hast eine aktivierte Fähigkeit. Diese erzeugen mächtige temporäre Effekte, mit deren Hilfe du gewinnen kannst. Überlege genau, wann du sie verwendest, da jede davon erst eine Abkühlphase durchlaufen muss, bis sie wieder eingesetzt werden kann. So wie so eine Heldenfähigkeit, ja? Verstehe ich nicht. Wo kann ich die denn jetzt einsetzen? Okay, zählen die XP jetzt nur für diese Warfile-Affen oder sind die auf alle Affen verteilt? Also der Warfile-Affe hat jetzt 420 XP. Wenn ich jetzt auf Quincy gehe oder etwas ganz anderes. Oh Hilfe, was hat der denn? Er ist Level 1, aber hat hier vorne eine 3? Hä? Und ich kann hier aber auch nichts machen. Okay, keine Ahnung. Dann gucke ich mir den hier nochmal an. Okay, guck, der hat nämlich nur 99 XP. Ah, also umso mehr Affen einer Sorte man hat, umso mehr XP kriegt man dann auch für diesen Affen. Ich könnte entweder Langstreckenwurfpfeile holen oder ganz schnelle Schüsse. Holen wir uns die ganz schnellen Schüsse. Und das zählt dann für alle Affen dieser Sorte. Okay, so langsam habe ich's, Leute. So langsam habe ich's. Upgraden. Upgraden. Und was war das jetzt für eine... Ach, hier unten ist die Fähigkeit. Dieser komische Pfeil, aber man weiß nicht, was er macht. Ah, er lädt sich auch gerade noch auf. Okay. Bin ich mal gespannt, was der gleich macht. Ich gehe mal hier auf runter. Nein, okay. Obwohl, kommen da noch welche? Attacke! Okay. Ah, dann schießt du für eine Zeit lang einfach krasse Sachen, ja? Ach hier, dieses Schnellschuss ist das. Für kurze Zeit dreifache Angriffsgeschwindigkeit. Ah! Und deswegen stand hier auch bei Upgrades, deswegen ist das so gelb unterlegt.
Hier steht's auch. Was jedes Level bringt. Ach, cool. Und immer wenn die so gelb unterlegt sind, dann haben sie Special-Fähigkeiten. Das ist ja mega das coole Spiel, jetzt ohne Witz. What the fuck? Kein Wunder, dass das äußerst positiv bewertet wurde bei Steam. Pow, 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 alles getötet. Ja, ich bin Stufe 3. Ich krieg noch einen neuen Affen. Dein Ernst? Dann hole ich mir den Boomerang-Affen. Der sieht witzig aus. Affen sind allgemein witzig. Der muss doch locker eine richtig große Reichweite haben. Ups. Nein, kann ich den noch anders hinplatzieren? Nein, jetzt kann ich den nur verkaufen, aber für weniger Geld. Aber da hinten bringt er mir ja gar nichts. Ich will den doch irgendwo hier vorne haben. Und ich will sehen, was er macht. Deswegen packe ich ihn einfach ganz nach vorne, was eigentlich mega dumm ist. Egal. Ja, töte alle. Okay, ja, der wirft halt einfach seinen Boomerang und trifft wahrscheinlich, wenn er halt wirft, dann trifft er einen. Und wenn der Boomerang wieder zurückkommt, dann trifft er noch einen. Dreifache Geschwindigkeit! Bau, 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 bau! Aber der Boomerang-Typi macht das eigentlich auch schon alles. Ja, funny. Oh, 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 da kommen welche durch. Doch nicht. Wir haben es geschafft. 100 Affendollar haben wir bekommen. Nice. Willkommen zu Hause. Guck mal, hier haben wir sogar ein goldenes Ei. Ist da irgendwas Geiles drin? 50 Affengeld, mit denen ich nicht weiß, was ich machen soll. Ach du Scheiße, das haben wir sehr handymäßig aufgebaut, ne? Ich glaube, das ist auch eigentlich ein Handyspiel. Aber man kann es halt auch auf dem PC spielen. Aber was kann ich denn mit diesen Affendollar machen? Das ist wahrscheinlich die Echtgeldwährung oder was? Ja. Ach, guck mal, die behalten das sogar alles, ihre Erfahrung. Ich habe jetzt die erste Map abgeschlossen, aber dieser Wurfpfeilaffe ist trotzdem bei 480. Hä, aber kriegt man den denn nicht ultraschnell auf Maximum? Oh, scheinbar nicht. Das kostet richtig viel später noch. Ja, kann ich mir alles noch gar nicht leisten. Man könnte sich hier noch für 50 XP was kaufen. Oh, aber der zweite... Ah, ne, 450. Okay, also das zieht schon sehr krass an. 9.500, 12.000, 35.000. Okay, sollte man sich wahrscheinlich auch überlegen, was man da upgradet. Und dann hole ich auf jeden Fall noch den Großtropfen, damit wir mehrere treffen. Nice. Die sehen dann halt sogar anders aus. Das ist voll witzig. Guck mal, jetzt ist der so ein Klickstoffaffe. Aber krasser als eben. Jede Stufe sieht er anders aus. Das ist ja mega cool. Ohne Witz. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und es gibt Koop, aber leider erst auf Stufe 20, ja. Boah, da muss ich mich, glaube ich, erstmal ein bisschen einlesen. Da ist ein Ei. Kann ich hier irgendwie einsammeln? Kriege ich was, wenn ich hier alle antippe? Nee? Na gut. Ich weiß auch nicht, was das hier alles... Oh. Was? Tägliche Herausforderungen werden ab Stufe 20 freigeschalten. Ah ja. Guck mal, Jay, gibt dir sogar tägliche Herausforderungen. Das ist doch was für dich. Da ist ein Affe versteckt. Ja, witzig. Okay, das war dann jetzt so die Einsteigerfolge. Für alle, die Bloons schon kennen, war das jetzt locker richtig langweilig. Aber für mich war das halt wirklich was ganz Neues. Ich habe sehr viele neue Sachen gelernt. Und dann war das jetzt erstmal ein kürzeres Video. Kann mir aber gut vorstellen, dass es da jetzt mehrere Videos zu geben wird. Ich find's auf jeden Fall witzig und bin sehr gespannt auf diesen Koop-Modus. Und was hier noch so alles kommt. Gefiel mir bisher auf jeden Fall recht gut. Haben sich die 80 Cent gelohnt. Wow. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das mit dieser Folge. Wir sind ganz Level 3 geworden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.